Jetzt zeige ich dir, wie du die Bündchen an die Hose anbringst. Dazu legst du das Bauchbündchen rechts auf rechts und steckst es fest. Das gleiche machst du mit den Beinbündchen. Das gleiche mit dem anderen Bündchen. Du legst die langen Kanten zusammen im geraden Fadenlauf. Und dann werden von allen drei Teilen die langen Kanten gesteppt mit der Overlockmaschine. Dann das zweite Beinbündchen. Und das Bauchbündchen. Jetzt entfernst du die Nadeln. Schneidest die Fäden ab. Und klappst die Bündchen zur Hälfte um, sodass die Kanten sich treffen vorne und die Nähte exakt aufeinander liegen. Das gleiche dann nochmal für das zweite Bündchen. So, die legst du dir erstmal zur Seite. Beim Bauchbündchen genauso. Damit das Bauchbündchen nachher gleichmäßig an der Hose angebracht wird, du siehst, dass das Bündchen weitaus schmaler ist als die Hose selber. Das bedeutet, wir müssen das Bündchen mit etwas Zug an die Hose anbringen. Damit die Dehnung gleichmäßig verteilt ist, markieren wir uns die vier Stellen, damit zwischen diesen vier Stellen die Dehnung gleichmäßig verteilt ist. Hier hinten hast du ja eine Markierung schon durch die Naht. Jetzt nimmst du den Finger und ziehst das Bündchen so zur Hälfte und markierst diese zweite Hälfte. Jetzt legst du dir diese markierte Hälfte auf die Naht und markierst die Viertelstellen. So. Jetzt hast du die Stellen markiert. Jetzt kannst du jetzt wird das Bündchen über die Hose gestülpt und zwar rechts auf rechts. Das ist ein bisschen eine Fummelarbeit, aber durch die Markierung geht es ganz gut. Jetzt bringst du die hinteren Nähte der beiden Teile aufeinander und steckst es fest. Und dann bringst du die vordere Markierung auf die vordere Naht. Steckst es ebenfalls fest. Die Seiten der Hose bringst du genau auf die Markierung
an der Seite des Bündchens und steckst es ebenfalls fest. Das gleiche für die andere Seite. So, und diese Seite auch wieder zur Seite zusammenbringen. Und das macht man eben deswegen, damit die Länge der Pumphose an die Länge des Bündchens gleichmäßig angepasst wird. So. Das Ganze wird jetzt mit etwas Zug zusammengenäht. Das heißt, wir ziehen das Bündchen, aber du ziehst nicht die Pumphose. Der Stoff bleibt und du ziehst wirklich nur am Bündchen. Das zeige ich dir jetzt mal. Ich habe dabei ganz gerne das Bündchen oben liegen, damit der Stoff von der Hose unten liegt und ich oben an der Hose ziehen kann. Ich halte die Viertelstellenmarkierung mit Daumen und Zeigefinger fest und ziehe das Bündchen so, dass es genauso lang ist wie die Pumphose und dann nähe ich. Während des Nähens kontrolliere ich immer, ob die Kanten exakt aufeinander passen. Jetzt bin ich bei der ersten Viertelstelle angekommen. Jetzt nehme ich mir die zweite Viertelstelle und ziehe das Bündchen wieder so, dass es genauso lang ist wie die Hose. Jetzt bin ich hier bei der dritten Markierung angekommen und ziehe mir das Bündchen wieder so stramm, dass die Länge wieder passt. Jetzt bist du bei der vierten Markierung und ziehst noch das letzte Endstück, dass es wieder auf die Länge passt. Wichtig dabei ist, dass alle Kanten exakt aufeinander treffen. Kannst du die Nadeln entfernen? Und das Bündchen nach oben klappen und schon mal bewundern. Als nächstes bringst du die Beinbündchen an. Diese sind bewusst etwas weiter gewählt, falls du die Hose etwas pumpiger möchtest. Kannst du etwas weiter rausnehmen und die Bündchen etwas schmaler machen. Es wird aber etwas schwieriger, die Bündchen dann anzubringen. Deswegen ist es hier gerade perfekt, dass sie so gut aufeinander passen. Bei den Beinbündchen treffen die Nähte exakt aufeinander. Die Nähte von dem Bündchen auf die auf die Innennaht der Hose. Das steckst du fest. Und ziehst mit etwas Zug die Nähte wieder passend aufeinander und markierst mit der Stecknadel bzw. fixierst mit der Stecknadel die zweite Seite. Das gleiche machst du mit dem anderen Bündchen. Das Bündchen hier so drüber stülpen und die Nähte aufeinander treffen lassen.
So, und jetzt können auch die Beinbündchen festgenäht werden. Das Bündchen unter die Overlock-Maschine unter dem Fuß legen und die Nähte aufeinandertreffen lassen. Das ist ein bisschen eine Fummelarbeit, aber das kriegt man ganz gut hin. Und dann festhalten mit beiden Händen und wieder den Stoff nicht ziehen, sondern von der Maschine führen lassen. Immer wieder ein bisschen nachjustieren und sich den Stoff wieder so herholen, dass alle Kanten aufeinandertreffen. So, das erste Bündchen ist dran. Umklappen. Und das gleiche nochmal für das zweite Bündchen. Immer wichtig, dass der Nähfuß abgesenkt ist. So, jetzt ist auch das zweite Bündchen fertig. Alle Nadeln entfernen, ganz wichtig. So, jetzt ist die Pumphose fertig. Und du kannst dich freuen, dass du gelernt hast, wie du eine Pumphose mit Bündchen nähst und aufgesetzten Taschen. Ich hoffe, dir hat der Kurs sehr viel Spaß gemacht und wünsche dir sehr viel Spaß bei deiner eigenen Pumphose.